Weingarten, du bist Gruppenleiter einer Pfadfindergruppe in Heimbach-Weiß und einer der beiden Stammesvorsitzenden. Genau. Die Pfadfinderschaft St. Georg in Heimbach-Weiß zählt zurzeit etwa 80 Mitglieder. Ist das viel? Ist das eine große Gruppe? Das ist momentan hier im Bezirk eigentlich die größte. Größter Stamm mit aktiven Teilnehmern. Woraus erklärt sich für dich die Anziehungskraft der Pfadfinderschaft auf die Kinder und Jugendlichen? Also das erste Kriterium, warum die meisten Kinder kommen, ist, weil dann einfach eine Gruppe von Gleichaltrigen zusammenkommt, mit denen überwiegend abenteuerliche Aktivitäten durchgeführt werden, diversester Art, und die sich gut gekümmert wird von Seiten der Gruppenleiter, die halt denen verschiedene Sachen spielen und auch die grundlegenden Sachen der Pfadfinder beibringen und einfach halt eine Abwechslung zum normalen Schulalltag darstellt. Du sagtest gerade die grundlegenden Eigenschaften der Pfadfinder. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten grundlegenden Eigenschaften? Also es geht erstmal natürlich um die praktischen Sachen. Das ist ganz klar, wie Zelte aufgebaut werden, wie Knoten gemacht werden, wie vernünftig Feuer gemacht wird, wie in der Natur halt sich verhalten wird, also wie gehandelt werden sollte und muss. Nebenbei natürlich noch die Grundsätze der Pfadfinder, die Geschichte der Pfadfinder und dann halt noch gewisse Verhaltensregeln, die wünschenswert sind in der heutigen Gesellschaft. Die werden dann dadurch in den Gruppenstunden erarbeitet und vermittelt und so auch hoffentlich verinnerlicht. Kommen diese Werte, wir sind ja eigentlich eine wertearme Gesellschaft geworden, kommen diese Werte denn noch gut an? Sie müssen anfangs ein bisschen geübt werden, aber an sich sind es ja Werte, die auch der Allgemeinheit dienen und helfen. Von daher werden ein paar sie, Beispiele vielleicht? Das sind ganz kleine Sachen. Das ist erstmal eine gewisse Grundhöflichkeit, ein Standardverfahren im Umgang miteinander und Sachen in der Natur, wie man sich in der Natur verhält, gerade ökologisches Bewusstsein stärken und weiterbilden. Und das sind halt alles Sachen, die dann nachher dankend angenommen werden, die dann oft verinnerlicht werden bis ins hohe Alter hin und die dann bei uns quasi den Ansatz finden. Du gehörst ja jetzt schon zu der höchsten Stufe, die man erreichen kann. Vielleicht erklärst du unseren Zuschauern kurz, wie sich die Hierarchie aufbaut bei den Pfadfindern, wie geht das los und wo endet es? Also bei uns in Heimbach-Weiß ist es so, wir nehmen die Kinder nach der Kommunion auf, dann werden neue Gruppen gebildet, und dann nehmen wir 10, in der Regel sind es 10 Kinder, das ist eine gute Gruppengröße, nehmen wir auf, die nach einer kurzen Zeit, ein halbes Jahr, in dem sie sich kennenlernen und auch das Pfadfindersein kennenlernen, wird dann das erste Versprechen abgelegt, das Wölflingsversprechen. Das ist die erste Stufe in der Hierarchie. Dann ist man erst Pfadfinder. Dann ist man offizielles Mitglied der Pfadfinder. Ja. Das ist von dem Alter von 7 bis 11 rum. Dann geht es weiter mit den Jungpfadfindern. Dann wird auch wiederum dann ein Versprechen abgelegt. Dann geht es weiter mit den Pfadfindern. Das ist so um 15, 16 Alter herum. Und dann ab 18 kann man das Rover-Versprechen machen, das ist dann die höchste Stufe an sich, die der Pfadfinder erreichen kann. Danach was bedeutet das Rover? Das ist sozusagen der Erwachsenenstatus der Pfadfinder. Also man soll eigentlich unabhängig sein von seinem Gruppenleiter, unabhängig
und selbstständig Gruppen gestalten und sich eigenständig im Stamm einbringen und Verantwortung übernehmen im Stamm. Darauf folgt dann der Leiter. Dafür wird dann eine Leiterschulung angeboten. Die muss auch absolviert werden. Die du auch gemacht hast. Die habe ich auch. Die muss jeder gemacht haben. Nun sitzt du vor mir in der Pfadfinderkluft. Die Pfadfinderkluft beinhaltet mehrere Symbole. Dann ist das. Das ist einmal die, quasi an dem Platz, das ist die Stufenlilie. In meinem Fall ist das jetzt die Leiterlilie, die ist Gold. Bei den verschiedenen Stufen ist halt der Stufe entsprechend die Farbe gewählt. Aber die Lilie ist international, ist das eine internationale Lilie, ja, genau. Darüber sieht man dann das Länderabzeichen. Aha. Das ist auch immer an diesem Ort. Auch eigentlich ein internationales Zeichen. Je nachdem des Ursprungslandes. Hier sieht man dann meine Sippenlilie, also mein Sippenabzeichen. Das sieht wie ein Adlerkopf aus. Genau, meine Sippe heißt Adler, also sind die Adler und das ist unser Sippenzeichen. Hier sieht man dann das Verbands- oder Bundesabzeichen, der DPSG. Das haben auch alle DPSG-Pfadfinder. Eines der wichtigsten und auffälligsten Erkennungszeichen ist natürlich das Halstuch. Genau. Da gibt es auch verschiedene Farben. Gehen wir den nochmal kurz durch. Also es fängt an mit der untersten Stufe, den Wölflingen. Die haben ein orangenes Halstuch. Dann kommen die Jungpfadfinder mit dem blauen Halstuch. Die Pfadfinder mit dem grünen Halstuch. Die Rover mit dem roten. Und dann die Leiter mit dem grauen Halstuch. Pfadfinder haben die Aufgabe, jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen. Ist das so? Das ist in der Tat so. Was ist denn, wenn es mal nicht gelingt? Dann kann man sich für den nächsten Tag aufheben und macht am nächsten Tag halt zwei. Also es ist jetzt nicht unbedingt als Zwang zu verstehen, sondern eher als Grundeinstellung, die jeder Pfadfinder in sich hat, dass man halt schon bemüht ist, jeden Tag was Gutes zu tun. Das müsste jetzt nicht unbedingt was Weltbewegendes sein, sondern auch Kleinigkeiten sind natürlich da eher gang und gäbe. Gut, dann darüber hinaus gibt es das Pfadfindergesetz, das ist schon etwas verbindlicher, denke ich. Ja, die Pfadfindergesetze, die sind schon in dem Sinne verbindlicher, da man bei jedem Versprechen darauf einen Schwur ablegt, dass man sich an die Pfadfindergesetze halten wird. Okay, die Gesetze gibt es hier nachzulesen. Der Heimbach-Weißer Stamm heißt St. Margareta, das ist gleichzeitig der Name der hiesigen Ortskirche. Genau. Gibt es eine religiöse Verbindung zwischen Pfadfinderschaft und oder eine Verbindung zwischen Pfadfinderschaft und Kirche? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Gerade die DPSG arbeitet sehr stark mit der Kirche zusammen, gehört auch zum Bund der katholischen Jugend. Von daher gehören sie schon beide zusammen. Also es gibt noch verschiedene Bünde, die sich wirklich intensiv von der Kirche getrennt haben und das auf ihre Fahnen schreiben, aber die DPSG ist in der Tat ein kirchlicher Verein in dem Sinne. Also nicht vergleichbar jetzt mit Messdienern oder sowas, dass wir direkt der Kirche unterstellt sind, sondern dass wir arbeiten quasi mit der Kirche zusammen. Bei Hochfesten seid ihr auch manchmal in der Kirche anwesend in Kluft. Genau, wir sind Kluft. Auch öfters in der Kirche anzutreffen und auch gerade bei der Fronleichnamsprozession sind wir tatkräftig dabei und tragen den Himmel zum Beispiel und gehen mit der Prozession mit und zeigen uns da mit der Kirche.